Hast du dir hier Strom oder was? Ach, dafür ist unsere Hütte gut genug. habe gerade 20 Diamanten bis Oh, ja, gespendet. das werden wir jetzt 3 Jahre lang halten. Ja. Ist nicht so Es ist alles ja voll. nun mal schon. Ich habe auch schon mal Diamanten gespendet. Ah, wie ich mich drauf freue, das jetzt immer zu hören. Ich war auch mal farmen. Toll, Lukas. So, der endet ein darunter. Der endet auch ein darunter und der endet zwei darunter. Das ist ja Blödsinn. So, auch rein. Sehr gut. Hallo Zombie. Ich finde es übrigens echt voll cool, Basti, dass du uns immer mit so geilen Sachen versorgst aus Thaumcraft. Wo ich jetzt So. gerade das Schwert mal wieder benutzt habe, ist mir jetzt mal wieder aufgefallen. Boah. Ja. Ja, bald können wir dann auch verzaubern und dann, aber das dauert noch ein bisschen. Ich muss erstmal so eine Ladestation am besten bauen, dass der Zauberstab immer automatisch geladen wird. Weil sonst sind die Sachen, wenn du wirklich dann meinetwegen Repair 2 und Unbreaking 3, 4, 5 oder was es da gibt haben willst, das ist einfach sauteuer dann. Okay. Keine Ahnung. Das wäre dann da, Ja. okay. Da musst du richtig viele Zauberstäbe sonst laden. Ja. Nee. Hallo? Ja. War denn das gerade? Was? Irgendein komisches Geräusch bei mir. Ach so, ich habe so nep Ja, gesagt. genau. Vielleicht war das das. Ja. Okay, das ging ja schnell zu klären. Ich hatte mich mal wieder verbaut, deshalb. Aha. Hätte nicht gesagt, gedacht, dass ich das mal sage, aber ich glaube, ich brauche Cobblestone. Ja, haben wir, Hä? glaube ich, nicht mehr so viel. Moment. Oh Gott, der sitzt hier falsch, deshalb sieht das komisch aus. 8000 haben wir noch. Oh, nur noch. Ah, wird ja langsam eng, ne? Immer wieder was fahren. Ja, Cobblestone Farmen. Wenn du nebenbei auf Diamanten triffst, ne, einfach wegwerfen, die brauchen wir nicht. Wir haben jetzt 20. Eben. Ah, dank dem großartigen Spender. Man macht sich nicht so großartig, wenn man immer wieder sagt, wie toll man gespendet hat. Dann wirkt das irgendwie Warum? nicht mehr wie so eine Spende. Ja. Ist mir egal. Genau. So, das sieht doch, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Jetzt kannst du mal die Enderkiste abbauen. Keine Ahnung, ob das Ja, gut gleich. aussieht. Egal, es wird später hoffentlich mal gut aussehen. Der Minecraft-Sound ist bei mir manchmal leicht verzögert. Wenn ich Lol. irgendwie einen Block, wenn ich irgendwie einen Block platziere oder so. Das ist aber echt komisch. Schwachsinn. 1, 2, 3, da. Alter, das ist jetzt nicht wahr, ne? Boah. Erstmal was essen. So, wer denn? Ich? Jetzt? Minecraft. War wirklich nötig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halt, andere. Moment, gucken wir mal hier.
Okay, da können wir hier da so ein großes Fenster machen. Dann da natürlich. Den zweiten. Mist. Ach. Ich hätte vielleicht vorher abzählen sollen. 1, 2. Dann da. Also würde das doch passen. So. Ein paar große Fenster. Dann da auch noch. Dann machen wir die Fenster sogar so. War nicht gerade Tag oder Nacht? Tag. Tag. Regnet? Aber genau Mittag. Ah. Nein. Sehr schön. So. So habe ich mein Solaris-Team gerne. Ich auch. So. Dann nehmen die hier jeweils einen höher, ne? Gut. So. Hier können jeweils ein Breite rein. Ich glaube einen noch, ne? Ja. So. Kein gebrannten Stein mehr. Was? Kann man den nicht sogar im System bestellen? Ja, ja. Kann man. Aber brennt er das dann noch oder geht das schneller? Nee, der brennt dann das. Erst. Okay. Jo. Gut. Natürlich zwei hoch, so. Aber wie ich das hier oben mache, das muss ich mir noch einfallen lassen. Wenn du deinen Zauberstab wieder brauchst, hast du Bescheid, ne? Das stimmt, den hast du ja noch. Hättest du jetzt nichts gesagt, hätte ich es vergessen. Nee, ich hab den nicht mehr. Netter Versuch. So, die Ecke kommt natürlich auch noch wieder raus. Da. So, jetzt haben wir hier eins. Ah, wie ist dicht an der Wand? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Oder Teleportationsportale wären geil. Da. Weiß aber nicht, ob es sowas gibt. Was wäre geil? Ja, da. Teleportationsportale. Teleportationsportale. War schon an. So. Nee, warte mal. Der hat nicht so viel. Der hier. Geht? Ja. Das hier muss alles weg. Das kann bleiben da. Ach ja, ach ja.
So, dann kommen hier hinten jetzt kleinere Fenster ran. So, vielleicht. Sind die, ne, ich glaube, es passt genau nicht, ne? Ja. Okay. Dann machen wir die genauso wie auf der Vorderseite auch. Also da erstmal nicht, dafür hier. Da und, genau, dann passt das doch super. Da. Zack. Okay. Dann lass den frei. Kommt hier noch eins und da noch eins. Jetzt bin ich am Überlegen. Hier dann auch lieber die kleineren Fenster zu machen. So. Nee, halt. Das ist übrigens, nachdem er jetzt auch den Sound, den offiziellen Runterfall-Sound kennt, der offizielle, ich habe mich verklickt, Sound gewesen. Aha. Geil. Cool, ne? So. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Okay. Puh. Ah, das ist jetzt ja nur das Erdgeschoss. Da muss ja noch mindestens ein Stockwerk rauf, ne? Das ist ja klar, das ist ja sonst hier viel zu klein. Das ist ja eine... Oh, da verlässt mich fast die Stimme. Das ist ja einer Burg nicht würdig sonst hier. Du bist doch auch bald schon wieder vorbei, oder? Die Stunde ist ziemlich genau schon vorbei, aber ich möchte lieber ein bisschen wieder, damit ich... Ja. Nicht mitten im Satz cutten muss. Kennt ihr ja schon. So ein Blödsinn machen wir ja nicht. Also, nicht bisschen was länger brauche mal, dass ich da nicht mitten im Satz cutten muss. Nehmen wir ein bisschen länger auf. Kannst du uns auch nochmal vorbeikommen, wenn du Lust hast? Das kann ich sogar in der Tat machen. Der Cobblestone ist eh gerade leer. Und dann schauen wir mal, was du da noch Schönes hast. Wofür es sich lohnt, offensichtlich mal wieder vorbeizukommen. Mit so einem Jetpack eröffnen sich einem echt ganz neue Möglichkeiten. Ja, was die Wege angeht, die Laufwege oder Flugwege. Willst du etwa noch mal was basteln? Ja, oh, liegt unsere schöne Nessus da. Oh, warte. Also jetzt, also dann kann ich ja jetzt auch noch nicht aufhören mit der Aufnahme. Das müssen wir uns ja jetzt noch angucken, was das hier wäre. Das wäre nämlich noch cool, wenn ich das noch fertig habe, diesen. Ja, genau. Dann gibt es mal wieder Überlänge. Ja, dann will ich auch gucken. Lukas, hast du den Amboss abgebaut? Nein, der ist kaputt gegangen. So. Viel Gesöff hier rumsteht, ne? Ja. Wobei einiges davon hat eine Farbe, das würde ich nicht unbedingt als Gesöff bezeichnen. Ich weiß nicht, dieses Grüne oder Orangen Lukas, sieht so gesund aus. Waldmeister, ne? Welche? Okay, ja, aber mit diesen unterschiedlichen Grüntönen halt da drin. Ach, du könntest mir den Zauberstab schon mal wiedergeben. Hab ich nicht mit. Na, hab ich nicht mit. Ja, warte, hier, doch, da, den, da. Ah, cool, bitte. Danke. Ist das der? Nee, das ist ein Iron. Muss auch deiner sein, glaube ich. Hä? Nee, der Iron geht doch nur bis 25. Ich hatte einen, der bis 50 geht. Ja, den habe ich aber nicht mit, den habe ich unten. Achso, okay. Aber der Iron meinst du ist auch meiner? Weil ich habe schon einen anderen im Inventar. Egal. Ich lade den einfach mal wieder mit auf. So. Geht los, komm, was? Ich komme. Huch. Da ist der Vollmond. Der Vollmond. Ich habe mich diesmal extra hier hingestellt. Wow, gut, dass du ihn gesehen hast. Okay. Hier ist das Skelett noch.
habe mir diesen, okay, geht los. Diesen Max hier hingestellt, damit ich das sehe, wenn der Mond im Hintergrund auf oder untergeht mit dem Licht. Okay, ich bin gespannt. Was passiert denn jetzt gerade? Er baut wieder irgendwas Cooles aus dem Nether Star. Ja, eben. Aber es ist immer noch was Besonderes. Man guckt sich das immer noch gerade mit an. Dem Nether Star muss ja was Geiles sein. Das Geräusch ist einfach geil. Auch. Das, oder rechts ist was runtergefallen. Der Nether Quarz. Ja, das Geräusch, das ist das, was ich eben als Mühlenstein bezeichnet habe. Was sind eigentlich diese blauen Kugeln, die aussehen wie Augen? Quecksilber. Ah, okay. Ach, das gesunde Quecksilber. Ja, ja. So, tada, okay. Und was ist das jetzt? Okay, er hat's auf seinen Zauberstab gepackt. Okay, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut finde. Versuch mal abzubauen. Ach, was? Quatsch. Du hast einen Block abgebaut. Was? Nein. Ich sehe den. Ah, okay, ich habe ihn nur nicht mehr gesehen. Den unter dir. Ach, der Quatsch. War bei mir weg. Kurzzeitig. Ey, bei mir ist auch Rüsse, ne? Erst als ich ihn einmal angeklickt habe, wurde der wieder sichtbar und war da. Möchte ich kurz anmerken. Ja, cool. Das heißt, jetzt kannst du jeden beliebigen Block damit schützen. Ja. Und was kostet dich das? Warte mal, gucken. Wahrscheinlich Zauberstabladungen oder so, ne? Der wohl Troll Level 3000, oder? Ich glaub, Wasser, oh, sorry. Ich wollte Auto den Block hauen. Und Terra oder so. Oh, schütze mal bitte meine Solarpanel. Wenn der Creeper oder so explodiert. Ey, das ist voll die gute Idee. Ja. Das stimmt. Die Frage ist nur, ob sie dann noch Strom produzieren. Joa, warum denn nicht? Weiß ich nicht. Und die Frage ist, ob man das überhaupt schützen kann damit. Nö. Ah. Nö. Das habe ich nicht befürchtet. Kannst du Glas darüber bauen? Ja. Ja. Produzieren die dann noch eine? Ja, aber nö, machen wir nicht. Ey, warum denn nicht? Ach, die beiden hier sind ja Luschen. Ey, ja, da schießt ein Skelett auf mich. Anna, du kannst aber unten vielleicht irgendwie die Blöcke da schützen. Ja. Ja, aber ich vermute, dass das nicht auf Add-on-Blöcke, Erweiterungsblöcke geht, sondern nur auf die Standard. Ja, dann machst du Glas drüber oder so. Ich kann auch hier diese Planks kann ich nicht schützen. Okay. Welche, was ist das für ein Holz? Greatwood Planks. Aber Planks gehen anscheinend nicht, weil, keine Ahnung. Ja, oder es geht nicht auf Greatwood, weil Greatwood durch ein Add-on dazu gekommen ist. Durch Soundcraft zufällig. Ja. Ja. Wo das wäre ziemlich doof. Ja, das stimmt. Da gebe ich irgendwie unten neben den Na gut, aber wir haben wieder was Cooles geschafft und wofür ihr Daumen nach oben oder unten da lassen sollt, hat euch Ute in dieser Aufnahmesession ja zur Genüge erklärt. Darum brauche ich jetzt ja nicht erwähnen, dass ihr einfach Daumen nach oben gebt, wenn euch die Folge gefallen hat. Ich glaube, der will rein. Ansonsten wäre es nett, wenn mir nicht immer ins Wort gefallen wird, wenn ich an- oder abmoderiere. Ich kriege gerade die Panik ab. Mega genervt, ey. Ja, echt mal. Gut, wir bedanken uns auf jeden Fall vielmals fürs Zusehen. Danke. Hoffen, euch hat's gefallen. Und sagen bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. Bye.